Also ich war vorher nicht irgendwie depressiv gewesen oder deprimiert vom Leben, sondern mir ging es sehr, sehr gut. Abitur gemacht im Jahre 1999, bin danach Profiboxer auch gewesen. Mein Trainer war Uli Wegner, kennen sicherlich einige hier, und Markus Beyer, mein Stallkamerad, also im Boxstall in Köln, weil ich sicherlich hören das einige, komme aus der Nähe von Köln, aus dem Kölner Raum. Und mir ging es eigentlich zu diesem Zeit sehr gut. Nur ich habe damals mir die Frage gestellt, wofür sind wir eigentlich geboren und was ist der Sinn des Lebens? Weil es kann nicht einfach der Sinn des Lebens sein, dass man ein bisschen einen auf cool macht und die Leute sagen, oh, du kannst aber gut boxen und du hast aber Erfolg und du hast ein schönes Auto und Geld und, und. Das kann irgendwie nicht der Sinn des Lebens sein, weil man sieht bei allen Menschen und gerade im Boxen, das, was ich beobachtet habe, ist, dass zum Beispiel einige Menschen, die vielleicht sogar Erfolg haben, jetzt vom Boxern her, der Sinn ihres Lebens ist es, in diesem Sport beispielsweise Boxen zu haben. Boxen ist jetzt nur ein Beispiel, das können wir auf alle Lebensbereiche beziehen. Und sie sagen sich, ja, ich möchte Weltmeister werden, Europameister werden und so weiter. Und er sagt, das ist der Sinn meines Lebens, Olympiasieger werden. Nur was ist, wenn er Olympiasieger geworden ist? 10 Jahre nach seinem Olympiasieg, dann ist er praktisch von der Psyche her gestorben. Weil der Sinn seines Lebens, der hat sich schon erfüllt und ist vorbei. Und danach reden die Leute immer wieder über das, ach ja, früher haben wir und früher waren wir und früher konnten wir und früher waren wir ja tolle Leute gewesen und kommen irgendwie gar nicht mehr mit ihrem Leben klar. Das war jetzt nur ein Beispiel vom Boxen, aber das ist etwas, was ich aus allen Lebensbereichen und von allen Arten von Menschen kenne. Dadurch habe ich mir einfach die Frage gestellt, worum geht es eigentlich hier in dem Leben? Sind wir einfach nur geboren, um zu essen, zu fressen, zu trinken, eine Frau zu finden, beziehungsweise einen Mann zu finden und dann irgendwann geht es in den Sarg hinein und das war's? Ist das der Sinn unseres Lebens? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der Sinn unseres Lebens? Das waren Fragen, die mich beschäftigt haben. Und wo kriegt man die Antwort auf diese Fragen? Nicht bei Bravo, auch nicht bei Bravo TV, auch nicht in Express oder Bild-Zeitung, sondern die Frage, dieser Frage muss man wirklich hinterhergehen. Und ich habe mir damals gedacht, dass sicherlich die Wege, die diese Antwort beschreiben können, die Religionen sind. Sodass ich angefangen habe, mich mit den Religionen zu beschäftigen. Zunächst habe ich mich mit dem Buddhismus beschäftigt, weil der Buddhismus hat ein schönes Image in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch woanders. Der Dalai Lama hat für jeden ein schönes Lächeln. Alhamdulillah. Dann habe ich begonnen, das zu lesen. Damals ein Buch über Buddhismus gelesen. Und ich habe wenig verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sicherlich ist der Buddhismus auch eine Religion gewesen und ist auch eine Religion, die viele Werte vermittelt. Viele gute Werte vermittelt und vielen Menschen eine Hilfe ist im Leben. Aber was mir einfach gefehlt hat, war die Authentizität. Ist das wirklich das, wozu wir erschaffen wurden? Weil wir sehen beispielsweise das Gautama Buddha, der Religionsstifter sozusagen, im Jahre 563 geboren wurde und dass seine Botschaft erst 400 Jahre nach seinem Tod aufgeschrieben wurde und dass Historiker heutzutage sagen, dass das, was uns heute bekannt ist als die Botschaft von Gautama Buddha, nicht historisch nachvollziehbar auf ihn zurückzuführen ist. Ganz klar. Da sage ich mir, ist das wirklich eine Inspiration von Gott? Dann, was mir noch gefehlt hat, ist, dass die Beziehung zu Gott, weil ich denke, dass es auch vielen Menschen so geht, dass wir ein inneres Gefühl haben, auch wenn viele Menschen atheistisch aufgewachsen sind und vielleicht eine atheistische Lebenseinstellung haben, aber im Endeffekt glauben wir als Muslime, dass der Mensch eine innere Veranlagung bekommen hat, an den allmächtigen Gott zu glauben. Das Ergebnis, oder dies sehen wir vor allen Dingen, oder das wird immer bezeugt von Situationen, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Beispielsweise das Flugzeug ist am Abstürzen. Plötzlich gibt es keinen Atheisten mehr. Alle sagen, Gott, wenn es dich gibt, bitte lass das Flugzeug nicht abstürzen. Oder wenn jemand in der Familie gestorben ist, dann heißt es plötzlich, ach, jetzt geht es ihm gut. Jetzt werden die Himmelstore aufgemacht. Wird er in Frieden kommen. Aber wo ist die Gewissheit? Wo ist die Gewissheit, dass das stimmt? Und hier haben sich halt die Fragen entwickelt. Ich habe mich mit allen möglichen Religionen beschäftigt. Und zufälligerweise beim Zivildienst damals, das war im Jahr 2000, war ich in einer Zivildienstschule in Trier gewesen. Und dort habe ich jemanden getroffen, der übelste Islamfeind.
aber vom Allerfeinsten, so richtig alles schlecht am Reden. Und weil er ist in einer Partei, in einer sie nennen sich christliche Partei, noch etwas. Und er hat gesagt, ich habe ihn gefragt, was ist das Ziel eurer Partei? Und er hat gesagt, mit trockenem Gesicht, das Ziel unserer Partei ist, den Islam in Deutschland zu zerstören. Denn es gibt Moscheen und Minarette und Frauen mit Kopftuch und. Und das gehört nicht zu unserer Kultur. Und ich, zur damaligen Zeit, ich bin halt sehr tolerant aufgewachsen, hatte auch viele muslimische Freunde, also zumindest Freunde, die sich dem islamischen Glauben zuschreiben, aber sehr wenig praktizieren. Und dadurch habe ich einfach angefangen, mit ihm etwas zu diskutieren über diese Haltung, weil ich fand das irgendwie sehr intolerant. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, mich einfach mal mit dem Koran zu beschäftigen. Ich wollte ja sowieso mal alle Religionen miteinander vergleichen. Und dann habe ich mir den Koran gekauft, Und meine Schwester, als ich von diesem Zivildienstlager zurückkam, ich kann mich noch erinnern, das war 2000, Weiberfastnacht. Weil Fastnacht geht ja in Köln richtig der Bär ab. Ich habe mich damals gefreut, dass ich zurückgekommen bin von dem Zivildienstlager. Weil damals war ich noch etwas, hatte ich noch einige andere Interessen gehabt. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt. Und meine Schwester hatte jedenfalls einen Koran zu Hause gehabt, eine ganz üble Übersetzung. So richtig aus dem, sagen wir mal, abendländischen Kontext. Und dann habe ich mir den Koran einfach mal durchgelesen. Ich wollte mal wissen, was steht da drin? Weil dieser Mensch hat vorher so schlecht über den Koran geredet. Ich habe mir so vorgenommen, mir das einfach mal durchzulesen und das mal so auf mir zergehen zu lassen. Ich war auch vorher in einer christlichen Schule gewesen, wo Religionsunterricht Pflicht war, wo der Direktor ein Pater war, wo wir jeden Morgen aufstehen mussten und beten, wo also sehr religiös, also diese Schule war religiös, also sehr, hat sich sehr auf Religion konzentriert. Wir mussten auch öfters zu Gottesdienst. Und deswegen habe ich schon etwas mitbekommen. Und ich muss sagen, ich habe von der christlichen Religion, von dem, was ich gelernt habe in der Schule, im Religionsunterricht und allgemein, ich habe davon meiner Meinung nach sehr viel, sehr stark profitiert. Die ganzen Lehren, die wir auch im Islam finden, viele, viele Dinge sind parallel. Wir reden heute wahrscheinlich eher über die Unterschiede, wenn wir zu diesem Gespräch kommen, aber es gibt halt auch sehr viele Parallelen. Beispielsweise Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Zivilcourage, dass man anderen Menschen helfen muss und so weiter, dass man mutig sein muss. Das sind Werte, die einem vermittelt werden durch das Christentum, durch dem, was wir heute auch noch in der Bibel teilweise finden. Und das hat mich schon beeinflusst. Und ich habe auch vorher in der Bibel gelesen, natürlich durch den Konfirmationsunterricht. Ich war Protestant gewesen. Aber als ich den Koran gelesen habe, was mir dort einfach aufgefallen ist, und dies ist sicherlich auch eine emotionale Sache, dass einfach dieses Buch, als ich es gelesen habe, ich wollte eigentlich einfach mal lesen, ungefähr was da drin steht, dass es mich einfach umgehauen hat. Dass plötzlich viele Fragen, die ich mir vorher nicht erklären konnte, durch das Bild vom lieben Gott, warum gibt es Gut, warum gibt es Böse, wie ist das Leben zu verstehen? Wer ist der allmächtige Gott überhaupt? Dass ich für meine Begriffe einfach in diesem Buch eine perfekte Beschreibung gefunden habe. Und ich habe, und das sage ich ganz ehrlich, man findet meiner Meinung nach, es kann ruhig jemand einer anderen Meinung sein, aber man sollte sich das Buch durchlesen, man findet in keinem Buch eine so vollkommene Beschreibung vom allmächtigen Gott. Und das hat mich umgehauen. Aber ich habe gedacht, nein, lieber nicht, noch nicht den Islam annehmen. Du musst erstmal dich richtig informieren. Weil es gab natürlich auch einige Fragezeichen. Ja, Kopftuch und uiuiui. Wenn man in der westlichen Welt aufgewachsen ist, man hat halt schon immer so diese Information bekommen, das ist schlecht, das ist gut, dann hat man halt ein bestimmtes Verständnis von verschiedenen Dingen. Wenn man dann fragt, warum ist das schlecht, können die wenigsten antworten, warum das schlecht ist. Warum ist das gut? Die wenigsten können sagen, ja, warum ist das gut? Das ist einfach nur gut, weil dies ein Wert ist, der dir vermittelt wird. Und nirgendwo gab es einen größeren Wertevertausch, beziehungsweise eine größere Werteveränderung als hier in der westlich-europäischen, amerikanischen Welt. Im letzten Jahrhundert, die Werte haben sich total verschoben.
Das muss man mal wissen. Und das, was heute gut ist, oder wo du heute ein Übeltäter bist, war noch vor 50 Jahren ganz normal gewesen. Jedenfalls, ich habe mich mit diesem Buch beschäftigt und wollte wissen, ist das wirklich das Buch von Gott? Ist das eine Offenbarung von Gott? Weil, wenn es eine Offenbarung von Gott ist und Gott hat mir dies befohlen, dann brauche ich nicht mehr zu diskutieren, warum Kopftuch, warum fünfmal am Tag beten, warum kein Schweinefleisch, warum dies. Dann muss ich diese Sache praktizieren. Ja, wenn Gott sagen würde, okay, du musst dich dein ganzes Leben lang auf ein Bein stellen und so stehen, dann musst du es tun. Wenn es darum geht, aber keine Angst, im Koran steht nicht, man muss auf einem Bein stehen, das ganze Leben, aber nur als Beispiel. So, das war für mich interessant, ist dieses Buch von Gott? So, und dann habe ich mich halt weiter beschäftigt, weil ich hatte vorher auch einen schweren Glaubensverlust gehabt, durch auch den Konfirmationsunterricht, weil ich halt einige Fragen gestellt habe und gesehen habe, dass es innerhalb der Kirche Dinge gibt, die bezweifelt werden in der Bibel. Beispielsweise wird heute bezweifelt, ob Jesus, und das gab es auch mal beim Wort zum Sonntag, hat das mal jemand erwähnt, ob Jesus in Bethlehem oder in Nazareth geboren wurde. Weil einige gelehrte Theologen sagen, ist jetzt frage ich, ob das so ist oder nicht, sagen, wahrscheinlich wurde dies umgeschrieben in der Bibel, um auf eine Voraussage im Alten Testament zuzutreffen. Oh, du kleine Stadt, aus dir wird ein großer Mensch herauskommen und so weiter und so fort. Bethlehem. Das nur als Beispiel. Und deswegen wollte ich wissen, ist das wirklich die Botschaft? Da habe ich mir gesagt, okay, jetzt liest du nochmal die Bibel durch, von A bis Z. Habe ich mir die Bibel geschnappt, durchgelesen. Altes Testament bis zum Neuen Testament. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt liest du nochmal den Koran durch. Dann habe ich von dem Koran eine andere Übersetzung gelesen. Weil die Übersetzung, da gibt es manchmal gravierende Unterschiede. Nicht nur im Koran, auch in der Bibel. Okay, weiter. Gefragt, warum dies, warum das, warum das, warum dies. Nochmal die Bibel, aber nur das Neue Testament durchgelesen. Dann nochmal den Koran durchgelesen. Und es ist einfach dieses Gefühl gewachsen bei mir, dass da jemand ist. Dass der jemand ist, der einen erschaffen hat für einen bestimmten Zweck. Jedenfalls, ich habe aber dann mir vorgenommen, mich noch mit anderen Religionen zu beschäftigen. Habe mir dann ein Buch gekauft, viele Wege, eine Wahrheit. Da wurde Taoismus erklärt, Konfuzianismus erklärt, Buddhismus, Hinduismus, Judentum, Christentum, Islam. Die sieben Weltreligionen, wie man so schön sagt. Habe ich mir das durchgelesen, einfach von den Argumenten her. Für mich hatte einfach der Islam die logischsten Argumente gehabt. In diesem Fall. Und diese ganzen zweifelhaften Dinge habe ich versucht mir zu erklären. Und es war dann halt so, dass ich in diesem Fall... Es war halt noch irgendwie ein weiter Schritt, ja. Man hat halt Angst, man denkt sich, ja, was ist, wenn du jetzt Muslim wirst, was sagen die Leute, was dies, was das, musst du dies machen, schaffst du das auch alles zu praktizieren? Und die Antwort ist ganz einfach, natürlich schafft man nicht alles sofort zu praktizieren, weil man muss sich erstmal langsam verändern. Wenn man zum Beispiel aus dem Leistungssport kommen immer diese Beispiele. Wenn zum Beispiel jemand anfängt mit einer Sportart, dann ist er auch nicht von vorne, wenn zum Beispiel ein Mädchen anfängt mit Eiskunstlauf, dann ist sie auch nicht von heute auf morgen Katharina Witt. Ne? Sondern die braucht erstmal ihre Zeit. KJS, hätte man früher in der ehemaligen DDR gesagt, ja, und trainiert und trainiert, trainiert. Und genauso ist es hier auch, dass man erstmal eine Entwicklung braucht. Und wie gesagt, dann später dann waren für mich alle Zweifel beseitigt. Und dann habe ich in einer Moschee den Islam angenommen. Und seitdem, Alhamdulillah, dann habe ich nachher mit dem Boxen aufgehört, weil im Islam darf man keinem ins Gesicht schlagen. Noch nicht mal im Hund. Und dann habe ich mit dem Boxen aufgehört, habe dann angefangen zu studieren, erstmal Arabisch, bin später nach Mekka gegangen, habe da weiter studiert bis 2006, Entschuldigung. Dann hat meine Frau ein Kind bekommen, Alhamdulillah, kleine Tochter. Nur die ist 100% schwerbehindert, also weil die hat einen Herzfehler, gilt als 100% schwerbehindert. Und daher konnte ich halt nicht mehr nach Mekka zurückkehren. Aber ich will so schnell wie möglich weiter studieren, damit man mehr Wissen bekommt über die Religion. Jedenfalls seit diesen 2 Jahren ungefähr, seit ich jetzt wieder hier bin, das ist ja seit Februar 2006, ja, Ende Februar 2006, sind wir halt auch durch ganz Deutschland gezogen. Mecklenburg-Vorpommern, auch Österreich, Schweiz und haben dort überall Vorträge gemacht über den Islam. Weil für uns natürlich, da wir diese Religion lieben, wollen wir auch, dass andere Menschen die Religion lieben. Und auch ganz wichtig, und ich sage das von vornherein, weil wir sind keine Schmeichler und keine Versicherungsvertreter, sondern wir sind Leute, die diese Religion lieben und die sich überzeugt sind
aus rationaler Überzeugung, dass dies der wahre Weg zu Gott ist. Und der einzig wahre Weg zu Gott. Und deswegen, ich sage von vornherein, es ist kein Geheimnis, dass wir uns über jeden Freund, der zum Islam kehrt, der zum Islam kommt. Das ist ganz klar. Das ist natürlich jedem seine eigene Sache, da muss jeder sich selber mit beschäftigen. Deswegen, was ich jedem als Tipp auf den Weg geben würde, ist einfach mal zu sagen, warum bin ich das, was ich bin? Bin ich Protestant, weil meine Eltern Protestanten sind? Bin ich Katholik, weil meine Eltern Katholiken sind? Bin ich Muslim, nur weil meine Eltern Muslim sind? Bin ich Hindu, weil meine Eltern Muslim sind? Habe ich einfach diesen Weg geerbt und sage, okay, dann wird er schon richtig sein, aber jeder Weg sagt von sich selber, wir sind der wahre Weg? Oder ist es eine Überzeugung, die nicht nur einen emotionalen Ursprung hat, weil ich unbedingt das tun will, was meine Eltern machen, sondern ist es eine Überzeugung, die auch einen rationalen Hintergrund hat. Dass ich wirklich mit Argumenten kommen kann, argumentieren kann, warum ist dies für mich der wahre Weg. Das würde ich ihm als Tipp geben und sich einfach mal mit allen Religionen auseinandersetzen. Das kann sicherlich nicht verkehrt sein. Wenn man am Ende auch zu dem Ergebnis kommen sollte, für sich selber, das, wo ich bisher immer, was ich immer gewesen bin, ist der richtige Weg, dann muss man diesen Weg halt gehen, von dem man überzeugt ist. Nur ich bin mir ganz sicher, wenn man sich richtig mit der Sache beschäftigt, dass man im Islam landen wird, hoffe ich jedenfalls. Und jetzt zu dem Thema eigentlich, der Sinn des Lebens. Diese Frage ist eine Frage, die viele Menschen beschäftigt oder jeden mal beschäftigt hat. Jeder Mensch hat sich schon mal die Frage gestellt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens? Aber wenn man heutzutage die meisten Menschen fragt, und ich frage einfach mal so einen Raum und jeder soll sich die Antwort selber geben, was ist der Sinn deines Lebens? Dann findet man meistens oder sieht man meistens, dass diese Antwort nicht außerhalb dieser vier Kategorien, ich habe vier Kategorien von Antworten, die man fast immer bekommt. Also es ist ganz selten, dass man eine Antwort bekommt, die nicht innerhalb dieser vier Kategorien ist. Was ist der Sinn ihres Lebens? Normal muss die Antwort wie aus der Pistole geschossen kommen. Warum arbeitest du? Jeder wird sagen, ja, Arbeit ist notwendig, damit ich Geld bekomme. Warum isst du? Ja, damit man Nahrung hat, schmeckt gut. Aber was ist der Sinn deines Lebens? Und da kriegt man meistens vier Antworten. Erste Antwort, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Guck, Schulterzucken. Ich habe beispielsweise mal jemanden bei uns gefragt, in der Nähe von Köln, was ist der Sinn deines Lebens? Dann hat er gesagt, das würde ich auch gern wissen, auf Kölsch natürlich. Ne? So, dann, das ist die erste Antwort. Und hier die Antwort ist ganz klar. Wer diese Antwort hat, kann nicht zufrieden sein mit seinem Leben. Weil du kannst nicht ein Leben führen, ohne zu wissen, wofür du da bist und ohne ein Bewusstsein zu haben, wofür du lebst. Und ohne eine Hoffnung zu haben auf ein Jenseits oder Hoffnung auf irgendetwas zu haben, dass du einfach sagst, weißt du was, ich lebe, lebe, lebe und irgendwann geht's ab in den Sarg und dann ist es vorbei. Damit kommt keiner zurecht. Oder sagen wir mal, das kann keine Ausgangsposition sein, mit der ein Mensch zufrieden leben kann. Dann kommt die zweite Antwort und die ist eng verwandt mit der ersten Antwort. Die sind eigentlich alle sehr eng verwandt. Das ist die Antwort, Spaß ist der Sinn meines Lebens. Weil da sagt sie, okay, Leben hat keinen Sinn, aber wenn ich Spaß habe, mit Spaß ist besser, als wenn ich keinen Spaß habe, dann ist Spaß der Sinn meines Lebens. Und die meisten Leute, die diese Antwort haben, sind, was ich beobachtet habe, die unglücklichsten Menschen überhaupt. Der ist außen hin sehr froh, tanzen, trinken, Frau, Männer, egal was, ja. Aber innen ist das Gefühl, was er in sich trägt, ist etwas ganz anderes. Und die meisten, die gesagt haben, Spaß ist der Sinn meines Lebens, ja, die werden versuchen, den Spaß irgendwie zu erzwingen. Weil der Spaß ist nicht mehr Spaß, wird zum Zwang. Warum? Weil der sagt sich, wenn ich keinen Spaß habe, lebe ich umsonst. Und das sind die Leute, deswegen viele Leute, die sagen, Spaß ist der Sinn meines Lebens, werden drogenabhängig. Viele, nicht alle, nicht, dass wieder jemand sagt, ja, was erzählt der Vogel davon? Das stimmt doch gar nicht. Viele Leute werden drogenabhängig. Warum? Weil der will sich den Spaß erzwingen. Er ist gerade nicht so gut drauf, steht in der Disco, wie der letzte Schlappi, ja, kriegt den Mund nicht auseinander und trinkt ein bisschen was. Und dann auf einmal fängt er an zu reden und ist ganz locker drauf. Beispielsweise, das ist Spaß. Und um das nochmal zu illustrieren, zu verdeutlichen, warum dieser Mensch nicht glücklich ist, gebe ich ein Beispiel. Nehmen wir mal an, zwei Menschen, denen wird gesagt, morgen
Sagen wir nicht morgen. In 10 Tagen wirst du sterben. Du hast noch 10 Tage zu leben, die Sanduhr ist am Ablaufen. Derjenige, der sagt, Spaß ist der Sinn meines Lebens, was wird der machen? Bank überfallen. Und dann, nein, aber der wird sich sagen, in diesen 10 Tagen muss ich noch so viel wie möglich nutzen. Das heißt, okay, was können wir machen? Bungee Jumping, Fallschirmspringen, Wasserskifahren, der geht vielleicht ins Bordell oder irgendwo anders hin, nimmt Drogen, weil der sagt, ich muss noch mal alles erleben. Nur die Frage ist, mit diesem Bewusstsein, was er jetzt hat, was hat dieser Spaß für einen Sinn für ihn? Meint jemand, der steht dann auf der Tanzfläche und ist schon am Freuen? Nein, die Trauer ist im Herzen. Weil er weiß, bald ist vorbei. Und was uns nicht bewusst ist, ist, dass wir nicht nur Menschen sind, die mit ihrem richtigen Bewusstsein denken, sondern dass der Mensch sehr stark von seinem Unterbewusstsein geprägt wird. Der Mensch wird sehr stark von seinem Unterbewusstsein geprägt. Das sind soziologische, psychologische Studien. Beispielsweise, jemand schläft vor dem Fernseher ein und der kriegt die ganze Nacht alles mit, was in dem Fernseher läuft, ohne dass es ihm bewusst ist, aber in seinem Unterbewusstsein prägt das ihn. Und das Unterbewusstsein spielt eine große Rolle, gerade bei der Frage, ob man glücklich ist. Und wenn jemand so eine Einstellung hat, der kann, selbst wenn er der größte Millionär ist, und selbst wenn er der Schönste oder die Schönste ist, kann nicht damit glücklich sein. Und der Beweis dafür ist, für uns als Menschen sind Menschen erfolgreich. Viele werden das vielleicht verneinen, aber im Großen und Ganzen ist es so, wenn jeder ehrlich zu sich selber ist, die Geld haben, reich sind, schön sind und so weiter. Jetzt schauen wir uns mal um, was ist mit diesen Menschen, die dieses Ziel erreicht haben, die in Plakaten, in Zeitungen gezeigt werden. Was ist mit diesen Menschen? Wie viele von diesen Menschen, Stars und Sternchen, sind drogenabhängig geworden und die letzten Fracks am Ende ihres Lebens? Man braucht sich jetzt nur mal 3 Beispiele anzusehen, von denen man vor 10 Jahren gesagt hätte, oh, Superstars, wo die Mädchen der Schule gesagt hätten, das sind unsere Vorbilder. Whitney Houston, Britney Spears, Mariah Carey. 3 Beispiele. Und man kann noch hunderte, tausende andere aufzählen. Britney Spears, weiß jeder, total am Ende. Mariah Carey, Selbstmordversuch. Whitney Houston, drogenabhängig. Heroin, voll am Ende. Du siehst, Leute sind Millionäre, haben Traumschiffe, haben Häuser, haben alles und die sind total unglücklich. Und hier, jetzt beispielsweise in Ostdeutschland, viele Menschen haben damals auch gedacht, dass Glück lässt sich auf der und nicht nur hier, also das ist überall so, ja, lässt sich messen nach dem, wie, in welche Länder du gereist bist und was du alles kaufen kannst und wie viel Geld man hat und. Aber man sieht eigentlich, dass sich nach der Wende nicht viel verändert hat. Ist es so oder ist es nicht so? Ist man jetzt auf einmal glücklich geworden? Oder hat sich jetzt großartig, ist ein Funken übergesprungen? Ich frage Sie, Sie gucken so. Hat sich viel verändert? Hat sich das Leben groß verändert? Das Leben ist doch dasselbe geblieben, oder? Das heißt, solche Dinge sind alles Kleinigkeiten, die nicht den Menschen an sich glücklich machen. Die dritte Antwort, die gegeben wird, ist Zufriedenheit, glücklich sein. Bei Zufriedenheit, glücklich sein sagen wir nur, wir Muslime wollen auch zufrieden und glücklich sein. Und wir wollen übrigens auch Spaß haben. Gegen Spaß ist nichts einzuwenden, solange dieser Spaß nicht mit den Regeln des Islams in Konflikt gerät. Ja? Also wenn es mir zum Beispiel Spaß macht, einen Menschen auf der Straße zusammenzuschlagen, also nicht irgendjemandem mehr, dann wäre das kein Spaß, der mit dem Islam vereinbar wäre. Logischerweise. Aber wir wollen Spaß haben und wir wollen zufrieden und glücklich sein. Nur zufrieden und glücklich sein ist kein Sinn im Leben, sondern ist ein schöner Zustand, den wir alle haben wollen. Beispielsweise, wenn jemand in die Schule geht, dann sagt er auch nicht, dass der Sinn der Schule ist, Freunde haben, zufrieden sein, glücklich sein, sondern wird sagen, der Sinn der Schule ist, einen Abschluss bekommen, eine allgemeine Bildung zu erfahren. Dies ist das, was der Mensch, was das Ziel ist, dass etwas danach kommt. Und nicht einfach nur dahin gehen, Spaß haben, Fußball spielen in der Pause, zufrieden sein. So etwas, was danach kommt. Aber wenn du dabei zufrieden bist, das ist ein schöner Effekt. Und so ist es auch im Islam. Das ist ein schöner Effekt, ist ein schöner Zustand, nicht der Sinn, nicht das Ziel. Der nächste Punkt wäre, was viele Leute angeben, ist, sie sagen dann, ein Sinn, irgendetwas verbunden mit Hobby, Beruf,
Familie. Der eine sagt, der Sinn meines Lebens ist, ein guter Familienvater oder eine gute Mutter zu sein. Der andere sagt, der Sinn meines Lebens ist es, den Mount Everest zu besteigen. Der andere sagt, der Sinn meines Lebens ist es, beispielsweise im Beruf ein guter Arzt zu sein. Und wir sagen, diese Dinge sind alle gut. Wenn du ein Hobby hast, nimm dieses Hobby, praktiziere dieses Hobby, ist nicht verboten. Wenn du ein Familienvater bist, der Islam verlangt von dir, ein guter Familienvater zu sein. Der Islam verlangt von dir, eine gute Mutter zu sein. Der Islam verlangt von dir, ein guter Sohn, eine gute Tochter zu sein. Aber der sagt, aber das ist nicht der Sinn. Wenn du ein Talent hast für einen bestimmten Beruf, du hast zum Beispiel Talent, ein guter Chirurg zu sein, dann nutze dieses Talent. Da ist nichts gegen einzuwenden, nur das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern das ist ein bestimmtes Talent, was der allmächtige Gott einem gegeben hat. Parallel dazu wäre beispielsweise, wenn man in die Schule geht, da sagt auch keiner, der Sinn der Schule ist Biologie. Und der andere sagt, nee, der Sinn der Schule ist Deutsch und der andere sagt, der Sinn der Schule ist Mathematik. Je nachdem, welches Fach ihm gefällt. Sondern im Allgemeinen muss man alle Aspekte im Leben sehen. Jetzt ist die Frage, wie kommt es, dass viele Menschen eigentlich Antworten geben, die den Sinn des Lebens nicht wiedergeben? Wie kommt das? Wie kommt es, dass das, was sie angeben als Sinn des Lebens, eigentlich kein Sinn im Leben ist, sondern das einfach nur Aspekte sind? Wie kommt das? Dies sind zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, dass der Glaube an Gott verloren gegangen ist. Bei vielen Menschen ist der Glaube an Gott verloren gegangen. Und an dieser Stelle möchte ich nur einige Punkte nennen, die uns vielleicht zum Nachdenken bewegen sollten. Weil da macht man sich halt einfach keine Gedanken zu. Eine einzige menschliche Zelle, dass eine einzige menschliche Zelle entsteht, sagen Wissenschaftler, ist ein Zufall, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind weht und danach basteln sich die Schrottteile zu einer Boeing 747 zusammen. Ist das möglich? Das ist nicht möglich. Das ist nur eine einzige menschliche Zelle. Eine einzige menschliche Zelle. Jetzt reden wir nicht von den Aminosäuren, durch die sie aufgebaut sind. Jede Aminosäure ist so kompliziert aufgebaut. Unglaublich. Wenn ein Detail nicht funktioniert, bricht alles zusammen. Eine Zelle ist aufgebaut wie eine Großstadt. Mit System wie eine Großstadt. Und die kann nicht durch einen Zufall entstehen, weil die Funktionen dieser Großstadt müssen alle zur selben Zeit auf einmal zufällig entstehen. Das ist unmöglich. Und das ist selbst was Wissenschaftler, sondern dass das nicht durch einen Zufall passieren kann. Jetzt, wenn wir rausgehen auf die Straße oder kommen in eine Großstadt, wir sehen einen Flughafen, wir sehen ein großes Gebäude, wir sehen die kompliziertesten Gebäude, wir denken sofort daran, was ist mit der Architektur? Welche Architekten stecken dahinter? Welche Ingenieure stecken dahinter? Welche schlauen Köpfe stecken dahinter? Aber die schlauen Köpfe, die dahinter stecken, das Gehirn oder die Gehirne, durch die diese Gebäude gebaut wurden, wie sind die aufgebaut? Wer hat die zustande gebracht? Die sind noch viel komplizierter als jede Großstadt oder alles, was wir uns vorstellen können. Das Gehirn, wie es Informationen speichert, weiterleitet, Informationen verarbeitet, und das alles innerhalb einer Millionstel Sekunde, Tag ein, Tag aus, wenn man schläft, in allen Umständen. Die Nieren, hunderte chemische Analysen zur selben Zeit. Wer hat diese Kläranlage gebaut? Das Auge, die menschliche Videokamera. Wenn ich über die Straße gehen würde und ich sehe dort eine Videokamera und ich würde sagen, ja, wer ist derjenige, der die gebaut hat? Okay, ich kann keinen sehen, der die gebaut hat. Das war bestimmt ein Zufall gewesen. Da haben sich Staubteilchen zusammengebastelt. Dann würde jeder zu einem sagen, hör mal, was ist das für ein Quatsch, was du erzählst? Und so haben wir Tausende, Millionen von Zellen, Millionen von Lebewesen, Milliarden, die auf die komplizierteste Art aufgebaut sind und die auch noch miteinander leben. Subhanallah, gepriesen sei der allmächtige Gott. Und da weiß jeder, dass das kein Zufall sein kann, dass da eine intelligente Macht, ein intelligentes Wesen hinterstecken muss. Nur, und die meisten Menschen stimmen damit überein, wenn man ihnen sagt, ja stimmt, da muss etwas hinterstecken. Ich habe schon viele Menschen erlebt, die sagen, ja, sie sind Atheisten, wenn man ihnen diese Sachen sagt, sagen sie meistens, ja doch, ich glaube schon, da ist irgendetwas.
da ist irgendetwas. Das sagen dann die meisten Menschen nur was, aber die sagen zum Beispiel, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendetwas. Aber was ist das irgendetwas? Denn viele Menschen lehnen den Glauben an Gott ab, weil sie von verschiedenen Institutionen das Bild vermittelt bekommen haben, dass Gott irgendjemand ist, der im Himmel sitzt, mit einem langen weißen Bart, mit einem Stock in der Hand und aussieht wie ein Mann ist und Männer und Frauen erschaffen hat. Aber im islamischen Sinne ist Gott nicht so. Im islamischen Sinne ist Gott unvorstellbar. Allah sagt im Koran, Surah 113, sprich Mohammed, er, Allah, ist einzigartig. Ein einziger Gott. Allahu Samad, der ewig Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Lam yalid wa lam yulad. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt. Das heißt, er hat keinen Vater, keine Mutter und er hat keine Kinder, sondern er ist einzigartig. Weil das würde sonst implizieren, dass die Kinder auch göttliche Eigenschaften haben und dann wäre Gott nicht mehr einzigartig. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Und niemand ist ihm ebenbürtig, niemand ist ihm gleich. Das heißt, Gott ist kein Mann, keine Frau. Er beschreibt sich im Arabischen mit dem Pronomen Hua, er. Aber das heißt noch lange nicht, dass er ein Mann oder eine Frau ist, sondern Gott ist Gott. Der allmächtige Gott ist Gott. Hat den Mensch erschaffen und der Mensch ist nicht Gott. Und der Mensch ist auch nicht wie Gott, sondern der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, wie alle anderen Geschöpfe Gottes sind. Aber Gott hat den Menschen geehrt. Das ist das Erste. Deswegen mit diesem, das Etwas, was viele Menschen identifizieren, das Etwas, die Macht, die dahinter steckt, das ist Gott. Weil wir glauben nicht, dass Gott irgendein Bild ist, was man irgendwo aufhängt und was auch noch, weiß ich nicht, nicht so hübsch ist, das Bild. Sondern Gott ist über unserer Vorstellungskraft. Das ist das Erste. Dann kommen natürlich einige Zweifel. Beispielsweise, der erste Zweifel, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann so viele Ungerechtigkeiten auf der Welt? Wenn es Gott gibt, warum gibt es Kriege, warum gibt es Krankheiten, warum? Das ist die Frage, die sich viele stellen. Und wenn man diese Frage richtig analysiert, ist diese Frage keine Frage, die die Existenz Gottes eliminiert. Warum? Weil es ist keine Frage, die die Existenz Gottes eliminiert, sondern es ist eine Frage, die deine Vorstellung von Gott eliminiert. Weil du stellst dir vor, dass Gott die Welt erschaffen hat, als Paradies, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo er liebt dich und das war's und Alhamdulillah, da muss doch alles leben. Wenn das so ist, warum ist das Leben nicht so? Aber im islamischen Sinne hat Gott das Leben erschaffen für eine Probe. Ganz einfach, ob wir das wollen oder nicht. Vielleicht gefällt einem das nicht, aber das ist die Tatsache. Das heißt, und diese Probe, wie geschieht die? Der allmächtige Gott sagt ganz klar, ich habe es eben schon erwähnt, Surah 18, Vers 7, dass er die Menschen auf die Probe stellt mit dem, was er auf die Erde gesetzt hat. Dass er die Menschen auf die Probe stellt mit dem Leben und dem Tod. Und wie wird der Mensch auf die Probe gestellt? Man weiß gar nicht, welche Probe für ihn besser ist. Manche Menschen kriegen die Probe des Reichtums und sie fallen durch. Warum? Der hat den Reichtum bekommen und sagt, haha, das habe ich mir zu verdanken. Andere kriegen die Probe der Schönheit. Gott hat ihnen Schönheit gegeben und sie sind arrogant. Andere kriegen die Probe der Intelligenz und sie nutzen diese Intelligenz, um Menschen zu manipulieren, um Menschen in die Irre zu leiten, um Menschen zu zerstören. Manche kriegen die Gabe, Macht zu haben. Politiker, Präsidenten, Könige. Und was passiert? Sie nutzen diese Gaben, um Menschen zu zerstören. Das heißt, diese Gabe, die sie von Gott bekommen haben, die wird für sie nicht in der Waagschale liegen, die wird für sie nicht angerechnet werden für etwas Gutes. Andere Menschen, sie haben eine Krankheit und diese Krankheit oder diese Behinderung oder diese Probleme sind die Quelle für ihn, ins Paradies zu kommen. Warum? Weil der allmächtige Gott sagt, oder der Prophet Mohammed sagt in einem Hadith, Ajaban li amr al-mu'min. Das heißt auf Deutsch, die Lage des Gläubigen, die ist wunderbar. Inna amrahu kullu khair. Alles, was ihm geschieht, alles, egal ob Krankheit, egal ob Gesundheit, alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Inna sabatu sara'u,
Shakar, fakana khairan lah. Wenn etwas Erfreuliches geschieht, er hat ein Kind bekommen, er ist reich geworden, er hat Erfolg, dann ist er dankbar dafür. Weil du musst dankbar sein dafür, was Gott dir gegeben hat. Und was ist diese Dankbarkeit? Die ist gut für ihn im Jenseits, denn Gott wird das als gute Tat anrechnen. Und wenn ihn eine Probe trifft, eine Härte trifft, eine Krankheit trifft, einen Sterbefall trifft, hat er Geduld und das ist gut für ihn. Und was sagt der Allmächtige Gott im Koran? Was sagt der Allmächtige Gott? Dass er mit den Geduldigen ist. Und dass es für die Geduld keinen anderen Lohn gibt als das Paradies. Und niemand geht dies so außer dem, der glaubt. Das heißt, vielleicht empfinden wir etwas als schlecht. Vielleicht empfinden wir etwas als negativ, aber es ist gut für uns. Und der Prophet Mohammed sagt auch, den größten Lohn gibt es mit der größten Probe. Und wenn Allah jemanden liebt, wenn der allmächtige Gott jemanden liebt, dann wird er ihn auf die Probe stellen. Und wer damit zufrieden ist, der kriegt die Zufriedenheit. Und wer damit ärgerlich ist, zornig ist, der wird auch Zorn ernten. Das ist die Botschaft. Und dann müssen wir verstehen, dass diese Welt die einfachste Antwort auf die Frage, warum gibt es Gut und Böse, warum passieren so viele schlechte Dinge, dann kann es doch keinen Gott geben. Die einfachste Antwort darauf ist ein Koranvers in Sure 36, wo Gott sagt, فَالْيَوْمَ لَتُذْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Das heißt, heute, jüngster Tag, die Menschen werden auferwacht, wird keiner Seele Unrecht geschehen und jeder wird nur nach dem Besten vergolten, was er getan hat. Wird nur nach dem vergolten, was er getan hat. Das heißt, diese Welt ist von vornherein, laut Koran, nicht die Welt der Gerechtigkeit. Die Welt der Gerechtigkeit ist die jenseitige Welt. Und in dieser Welt gibt es Ungerechtigkeit. Und Gott wird am jüngsten Tag seine Gerechtigkeit, seinen Einnahmen von ist der Gerechte. Und derjenige, der Schaden hatte, derjenige, der Probleme hatte, Gott kann ihn alle Ewigkeit für seine Probleme entschädigen. Der wird nicht sagen, der wird nur einmal ins Paradies kommen, der wird alles vergessen, was er gehabt hat. Und derjenige, der der größte Übeltäter gewesen ist, der Menschen umgebracht hat, der Menschen gefoltert hat, der wird sehen, was er davon hatte. Und das ist die Welt der Gerechtigkeit. Wenn der Tod das Ende wäre, gäbe es keine Gerechtigkeit. Was ist mit einem Massenmörder? Was mit Adolf Hitler? Millionen von Menschen getötet? Die größte Strafe, die du im Diesseits geben könntest, wäre, dass er einmal stirbt. Im Jenseits gibt es Zeit und gibt es Möglichkeiten für alle einzelnen Menschen, die getötet wurden, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist die erste Frage gegen dieses Argument, dass es keinen Gott gäbe wegen Ungerechtigkeit. Das zweite Argument ist, noch einfacher zu widerlegen, ist, dass jemand sagt, ja, wenn es Gott gibt, warum habe ich den noch nicht gesehen? Die Antwort ist ganz einfach. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, sagt Allah im Koran. Ihn erfassen nicht die Blicke, aber er erfasst die Blicke. Allah sagt im Koran ganz deutlich, dass die Welt gar nicht dazu gedacht ist, dass du ihn siehst. Denn das ist der Glaube, dass du an ihn glaubst, obwohl du ihn nicht siehst. Aber du siehst das Ergebnis von ihm. Haben wir Licht gesehen? Hat jemand Licht gesehen? Wir können Licht nicht sehen. Aber du siehst, oder Strom, Entschuldigung, hat jemand Strom gesehen? Wir können Strom nicht sehen, aber wir sehen das Ergebnis vom Strom hier, das Licht. Wir sehen den Schöpfer nicht, aber wir sehen das Ergebnis von dem Schöpfer, das ist die Schöpfung. Hat jemand Liebe gesehen? Hat jemand verschiedene Dinge gesehen? Das sind Dinge, die man nicht sieht. Wir glauben an tausende Dinge, die wir nicht sehen. Also warum glauben wir nicht an den Schöpfer, obwohl wir seinen Beweis bzw. seine Wirkung überall sehen und spüren? Dritte Punkt ist, dass jemand sagt, ja, wenn es Gott gibt, das ist eigentlich sehr eng verwandt mit dem ersten, warum bin ich dann kein Millionär? Warum habe ich dann diesen das nicht gekriegt? Warum ist meine Katze gestorben, als ich ein Kind war, ich habe die Katze lieb gehabt? Warum ist mein Vater gestorben? Die Antwort ist ganz einfach. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Und Gott gibt das Leben und nimmt das Leben, wie er will. Und er stellt sich auf die Probe mit diesen Dingen, was in seiner Weisheit ist. Das ist die Antwort darauf. Das war jetzt das erste Problem, die Existenz Gottes. Die Existenz Gottes. Und wir haben darüber geredet, Gott ist nicht irgendwie ein Mannequin im Himmel. Gott ist Gott, über unsere Vorstellungskraft. Zweiter Punkt, weil viele sagen, ich glaube, da ist irgendetwas. Stimmt, da ist irgendetwas und das ist Gott. Gott ist nicht Passbild oder irgendjemand, den wir mit dem Stift malen. Zweiter Argument war, warum passieren so viele schlechte Dinge?
haben wir auch drüber geredet. Dritte Argument war, warum haben wir nicht gesehen. Vierte Argument, warum bin ich kein Millionär? Warum ist meine Katze gestorben? Diese ganzen Punkte. So, normalerweise, die meisten Menschen haben jetzt kein Problem oder kein Argument, etwas gegen die Existenz Gottes zu sagen. Und ich habe schon gesagt, oder ich bin mir überzeugt, dass niemand sich 100% überzeugt sein kann, dass es keinen Gott gibt. Sondern was sie sind, sind sie Zweifel daran. Man zweifelt an der Existenz Gottes, aus diesen Gründen, die eben genannt wurden. Und wie ich schon gesagt habe, was uns immer wieder zeigt, dass Menschen zweifeln, ist, dass viele Leute sagen, sie sind Atheisten oder sie glauben nicht an Gott, aber sobald irgendetwas passiert oder eine wichtige Entscheidung im Leben ansteht, fangen sie an zu beten. Naja, okay, wenn es dich gibt, dann helf mir doch. Es sei denn, sie haben ein schlechtes Gewissen, aber sie würden gerne fragen. So, das war dazu. Jetzt die nächste Frage ist, wo kriegen wir die Rechtsleitung her, wo kriegen wir die Information her, warum wir erschaffen wurden und was der Sinn unseres Lebens ist. Wenn wir uns als Menschen betrachten, dann sehen wir, dass wir Menschen die Eigenschaft bekommen haben, vom allmächtigen Gott selbstständig zu denken und abzuwägen, was wir tun nicht. Wir sind keine Tiere, wir sind keine Kakerlaken, die nach Instinkt gehen, ja, der läuft dahin. Der Hund, ja, die Hündin, nee, das Beispiel bringe ich nicht heute. Jedenfalls, wir sind keine Menschen, die einfach nur nach Instinkt gehen, keine wie Tiere. Der einfach nach Instinkt geht, es gibt was zu fressen, der wird dahin gehen. Du kannst abwägen, was richtig und falsch ist. Du hältst jemand etwas hin, der Löwe ist hungrig, der wird dir die Hand abbeißen. Oder dich fressen. Wir sind Lebewesen, wir sind Geschöpfe, die selbstständig denken können. Und zu diesem selbstständigen Denken hat derjenige, der uns erschaffen hat, uns die Veranlagung gegeben, über drei prinzipielle Fragen nachzudenken. Erste Frage, wo komme ich her? Zweite Frage, wo gehe ich hin? Dritte Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Und dass er uns diese Veranlagung gegeben hat, muss einen Sinn haben. Beispielsweise hat er uns eine Nase gegeben, hat einen Sinn, dass wir atmen, dass wir riechen können. Er hat uns Augen gegeben, das hat einen Sinn. Und er hat uns diese Eigenschaften geben, dass wir darüber nachdenken. Also muss es eine Antwort geben. Jetzt kommt die Frage, wo kriegen wir die Antwort her? Wo finden wir diese Antwort? Ich habe schon gesagt, die Antwort finden wir sicherlich nicht bei Bravo TV oder im Kölner Stadtanzeiger, sondern diese Frage finden wir in den heiligen Büchern. Und da vergleicht man einfach mal die heiligen Bücher. Vergleicht man einfach mal die heiligen Bücher, schaut sich die Authentizität an. Und das, was ich nachgeforscht habe, es kann ruhig jemand anderer Meinung sein, kann ja gerne sein, das, was ich nachgeforscht habe, ist, dass ich sehe, bei der Bibel beispielsweise, ein Buch, das ich schätze, ein Buch, wovon ich sage, in diesem Buch sind wunderbare, wahre Geschichten drin, historische Ereignisse drin, es werden wunderbare Werte vermittelt, aber ist die endgültige Authentizität vorhanden? Beispielsweise wird gesagt, dass das Alte Testament, die fünf Bücher Moses, von Moses geschrieben wurden. Wir finden aber im letzten Buch Moses eine ganz genaue Beschreibung von dem Tod von Moses. Das geschrieben steht, und so starb Moses, der Knecht Gottes, dort in dem Land, und er wurde dort begraben, und die Israeliten weinten 40 Tage über ihn, und wo er begraben liegt, weiß heute keiner, wo sein Grab ist. Das zeigt uns ganz deutlich, dass er das Buch nicht geschrieben hat. Das heißt, wer ist der Autor von diesem Buch? Die vier Evangelium, der Autor ist auch nicht Jesus. Wir sehen, dass zum Beispiel Lukas in seinem Lukas-Evangelium schreibt, 1 Vers 1, schreibt er, lieber Theophilus, schon viele haben es versucht, das, was sich unter uns ereignet hat, aufzuschreiben, der Reihe nach, so habe auch ich es unternommen, der Sache nachzugehen, nicht ich bin von Gott inspiriert oder ich bin Augenzeuge, und rauszufinden und nach bestem Wissen und Gewissen die Sache aufzuschreiben, sinngemäß. Kann man gut nachschlagen, um den genauen Ausdruck zu haben. Lukas 1, Vers 1. Das sage ich jetzt nicht von Gott. Wo ist der Beweis? Jetzt der Koran angeht, dann haben wir Enzyklopädie Biblica, wo gesagt wird, dass es viele Fälschungen reingekommen sind. Wir haben heute in der Bibel zwei große Verse, die bewiesenermaßen nicht in den alten ältesten Manuskripten drinstehen. Johannes 8, Vers 1 bis 11. Und Markus 16. Markus Evangelium 16, das Ende davon ist nicht in den alten Manuskripten vorhanden. Wo kommt das her? Wir haben den Koran, wo wir die ältesten Manuskripte haben, in Istanbul und in Taschkent, wo der Buch genauso ist wie heute. Und ein Gelehrter,
ein westlicher Gelehrter hat ein Buch darüber geschrieben, The Collection of the Quran, auf Seite 239. Dort schreibt er, dass wir keinen Zweifel haben, dass das, was wir heute in den Händen haben, wissen wir, dass das der Koran ist, der von Mohammed genehmigt und zusammengestellt wurde. Rudi Parrott in seiner Koranübersetzung, auf seiner ersten Seite in der Einleitung, schreibt er, es gibt keinen Zweifel daran, dass auch nur ein einziger Vers in diesem Koran nicht von Mohammed stammen würde. Damit meint er, natürlich, der Koran ist von Gott, dass er nicht von Mohammed zusammengestellt wurde, sondern dass später nach seinem Tod etwas dazu kam. Das sind Menschen, die Christen sind, die dies bezeugen. John Burton ist übrigens der das erste Buch geschrieben, hat das sehr bekannt. Der hat das Buch ursprünglicherweise geschrieben, am Anfang, um Koran zu widerlegen. Dann finden wir in dem Buch, dieses Buch geht mit der Zeit. Damals, zur Zeit der Araber, zur Zeit des Propheten Mohammed, waren die Menschen vertraut mit Poesie. Und der Koran fordert sie heraus. In Sure 2, Vers 23, er sagt, wenn ihr im Zweifel seid über das, was wir herabgesandt haben, dann kommt mit einer Sure, die genauso ist wie diese. Und sie sind gescheitert. Natürlich für jemanden heute, der kein Arabisch kann, schwer nachzuvollziehen, diese Sprachgewalt. Schwer nachzuvollziehen, aber wir haben den historischen Beweis, dass sie gescheitert sind. Dann ging es weiter. Der Koran fordert die Menschen heraus. Er sagt in Sure 4, Vers 82, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, haben sie den Koran nicht betrachtet? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Wäre der von einem anderen aus dem allmächtigen Gott, hätten sie darin viele Widersprüche gefunden. Dann kommt er mit einem anderen Test, Falsification Test in Englisch. Er sagt, er gibt Voraussagen. Es gab einen Mann, der hieß Abu Lahab. Der hat die Botschaft des Propheten immer versucht,